Hallo und willkommen auf Twitch und hier auch auf YouTube zu meinem Stream von Borderlands. Was rede ich da? Hab vorhin noch Borderlands aufgenommen. Nein, zu Elder Scrolls Online. Und letztens habe ich euch ja versprochen, dass wir in diesem Video oder in diesem Stream hier, dass ich euch auch mal das Intro zeige, denn das haben wir nicht gesehen. Und deswegen würde ich jetzt mal vorschlagen, ich spiele das Intro ab. Und ihr könnt euch das anschauen und ich natürlich auch. Elsweyr, das Land der Khajiit. Hier sollte das Leben lebenswert sein. Doch wir leiden unter unzähligen Gefahren. Durch die Tyrannenherrschaft der Usurpator-Königin. Unsere Höfe und Dörfer wurden von Horden Untoter überrannt. Und das Land wurde durch die Wut der Drachen in Brand gesteckt. Helden erheben sich, um Elsweyr zu verteidigen. Sie nutzen Waffen, Magie und selbst Nekromantie, um den drohenden Untergang zwischen Rauch und Flammen keimt Hoffnung auf. Ja, das bin ich. Ja, das ist das Intro zu The Elder Scrolls Online Elsweyr. Und ja, das Addon habe ich mir sofort geholt, damit ich auch die neuen Sachen mitbekomme. Jo, ich würde mal sagen, wir legen einfach los hier mit unserem Main-Charakter. Und dann den hier. Das Intro war, glaube ich, etwas zu laut. Sorry dafür. Ich kann leider nicht die Lautstärke für alles anpassen. Denn, ja, hier habe ich die Intro-Audio, glaube ich, mal angepasst. Nee, die Spiel-Audio habe ich angepasst. Irgendwie sind bei mir aber immer die Intros viel zu laut. Ich weiß einfach nicht, wieso. Nachher auf YouTube werde ich das eh noch anders machen und eventuell die Musiklautstärke runterdrehen, weil die ist mir auf dem Ohr auch echt etwas zu laut. Huch. Was ist denn das? Im Schaukasten, Belohnungspaket, Drachenaufstieg, 3 Tage verbleibend, das ist gratis. Im Schaukasten. Wie öffne ich den? Wo ist der Schaukasten? Über den Kronenshop könnt ihr euch Komfort, Individualisierungsgegenstände und auch Inhalte zum Herunterladen für euer ESO-Konto kaufen. Alle Transaktionen im Kronenshop erfolgen über dessen Währung Krone. Krone können über Kronenkaufen erstanden werden. Werden wir aber jetzt nicht machen. Hier im Schaukasten habe ich noch was. Und zwar das Ding, das ist gratis. Wir haben 500. Habe ich nicht gekauft. Jo, nehmen wir. Kostet ja nichts. Mhm. Hier sehen wir zum Beispiel, dass die Dinger was kosten. Ich lasse die mal drin. Das hier ist auch gratis. Ah, nur für okay, gut. Nur für ESO Plus. Das habe ich jetzt nicht. Gut, dann, was haben wir denn in der Sammlung? In eurer Sammlung
findet ihr allerlei für euer Konto freigeschaltete Sammlerstücke und Inhalte zum Herunterladen. Zu den Sammlungen gehören Kostüme, friedliche Begleiter und Reittiere. Immer wenn ihr ein neues Sammlerstück erhaltet, wird es euch hier angezeigt und ihr könnt es aktivieren. Sammlerstücke können über den Schnellzugriff auch einem entsprechenden Platz zugewiesen werden. Alles klar, mein Freund. Klasse Hüter. Schaltet den Hüter als Klasse in der Charaktererstellung frei. Hüter sind Beschützer des Grün, meisterhafte Geschichtenerzähler, deren Erzählungen über die Natur auf magische Weise Wirklichkeit werden. Sie wirken Forstzauber gegen Feinde und beschwören Tiere, die ihnen helfen. Okay, es ist freigeschaltet, oder? Mittlerweile, denke ich schon. Gut, wir haben jetzt noch Quests offen. Ich weiß jetzt nicht, wo die Quests sind. Tagebuch? Die Wut der Drachen. Der Kampfmagier und ehemalige kaiserliche Berater Abnur Tarn hat mich ins nördliche Elsweyr gerufen, um ihm und den Khajiit dabei zu helfen, mit der Wut der Drachen fertig zu werden. Ich sollte mich nach Stromfeste im nördlichen Elsweyr aufmachen und da herausfinden, was Abnur Tarn zu sagen hat. Gut, dann machen wir das. Wir müssen dahin. Das sind Dünenbrecher. Okay, sprinten können wir auch, das ist gut. Auf der Karte. Wir haben jetzt hier alles erkundet, oder? Sehen wir uns mal weiter um. Shit. Aus, Kitty. Natürlich müssen wir leveln. Ohne. Alter, wo kommst denn du jetzt? Okay, manchmal drücke ich noch definitiv die falschen Tasten. Also, aus einem bestimmten Grund kann ich auch gar nicht einschätzen, wie weit irgendwas weg ist. Hallo? Hehe? Seid ihr lieb? Ciao. Rang 10 erreicht. Nice. Okay, wir werden also am Anfang recht viele Ränge erreichen. Upsi. Erstens, was ist das für ein Vieh? Und zweitens, was schwimmt da im Wasser? Sind das Fische? Kann ich den besiegen? Wenn nicht, geht's ins Wasser. Scheiße.
Scheiße. Ja, nee, ist klar, ne? Ja. Okay, der Typ, der ist echt, echt hart. Den lasse ich mal beiseite. Der nimmt mich, glaube ich, zu viel auseinander. Spiel. Scheiße. Alter. Ich dachte, der will mir nicht los. Okay, wir sind in der Stadt. Okay, das blöde Teil ist weg. Ich guck mir mal kurz hier alles in der Stadt an. Alter. Also eins muss ich sagen, das sieht so schön aus hier. Alter. Okay, das ist wirklich sehr schön hier. Wow. Sehr toll. Also muss ich sagen, also die Architektur in den Städten ist super, super schön. Grüße, Wanderer. Habt ihr einen Augenblick Zeit für ein Gespräch? Natürlich. Ein voller Marktplatz, eine Zufallsbegegnung. Unerwartet, unangekündigt. Und vielleicht genau das, was dieser braucht, um eine äußerst wunderliche Ermittlung erfolgreich abzuschließen. Miesig Donnerstiefel, zu euren Diensten. Okay, welche Ermittlungen? Eine Entführung, um genau zu sein. Kein Lösegeld oder sonstige Forderungen. Keine offensichtlichen Verdächtigen oder Tatmotive. Nur ein Vater mit gebrochenem Herzen und eine verschwundene junge Dame. Doch deshalb wurde Miesig angeheuert, ja? Er springt ein, wenn die Gerechtigkeit ansonsten versagt hat. Oh, junge Dame, da werde ich sofort hellhörig. Richtig. Dieser sucht nach Cynthia, Tochter von Ishu. Aber Misiks Nachfragen haben nur in Sackgassen geführt. Und da die Sicherheit der jungen Dame auf dem Spiel steht, gilt, je früher dieser Fall gelöst wird, desto besser. Na klar, da helfe ich sofort. Eine Zufallsbegegnung wird zu einer schicksalhaften Partnerschaft. Ein glücklicher Zufall für diesen, ja? Ihr solltet erst mit Ishu sprechen, um herauszufinden, ob er neue Erkenntnisse für uns hat. Sein Haus ist etwas südlich vom Marktplatz. Kaum zu verfehlen. Alles klar, dann erzähl mir mal etwas mehr über diesen Ishu. Er ist ein bescheidener Khajiit von ebenso bescheidenem Wohlstand. Er scheint für sich zu bleiben. Keine Feinde, keine Schulden. Es gibt keinen Grund, warum er zum Ziel von irgendjemandem werden sollte. Doch vor wenigen Tagen wurde seine Tochter Cynthia mitten in der Nacht entführt. Alles klar. Und gab es eine Lösegeldforderung? Sehr seltsam, oder? Wenn Miesig es nicht besser wüsste, würde er denken, dass es Einschüchterungstaktiken sind. Vielleicht ein Racheakt gegen Ishu. Doch wer würde sich an einem so freundlichen Khajiit rächen wollen? Das stimmt auch wieder. Sie hat Ishus Behauptung einfach abgetan und glaubt, die junge Dame sei nur ausgebüxt. Eine recht besorgniserregende Entscheidung, wenn dieser das so sagen darf. Nach allem, was Ishu diesem erzählt hat, ist Cynthia eine äußerst süße Jakajit. Keine, die ihrem Vater je Sorgen bereiten wollen würde. Gut, dann, was hast du schon mal rausgefunden? Miesig Donnerstiefel ist ein Khajiit der Tat. Er will nicht nur mit seinem Können angeben. Dieser will es auch unter Beweis stellen. Sobald wir ein paar mehr Spuren haben, um weiterzumachen, meint er natürlich. Alles klar. Was nehmen wir? Das ist ein guter Name, nein? Miesig Donnerstiefel.
Wenn Schurken die Stiefelschritte von diesem hören, erzittern sie vor Angst. ja. Okay, alles klar. Gut, machen wir weiter, ne? Oh, nun, vielleicht habt ihr recht. Das ist nicht sehr subtil, oder? Mm-mm. Wir machen weiter. Dieser muss gestehen, dass Misik zwar selbstsicher ist, was seine Fähigkeiten als Ermittler anbelangt, aber er hat Schwierigkeiten mit den alarmierenden Situationen, auf die er bei seiner Arbeit oft trifft. Wenn ihn zum Beispiel große Leute mit sehr scharfen Dolchen bedrohen. Ach, du auch? Den Monden sei Dank nicht bei dieser Ermittlung. Also noch nicht. Und da kommt euer Fachgebiet ins Spiel, ja? Eure Tapferkeit, die Schleue von diesem und ein paar gute Spuren. Mehr brauchen wir nicht, um dieses Rätsel zu lösen. Da hast du recht, mein Freund. Dann suchen die mal Informationen. Dann reden wir mit dem Ishu. Das müsste dann hier sein, oder? So, wo ist jetzt hier welche Quest? Okay, hier bin ich schon bei dem mit Ishu, das ist der andere. Der mit dem weißen Pfeil, das ist Ishu. Dann gehen wir erstmal dahin. Ach, hier ist es stehlen. Der hat echt eine große Katzenliebe, kann das sein? Ich kann über die Katzen treten. Ach. Soll ich die abschlachten? Nee, komm. Wir reden erstmal mit ihm. Seid ihr wegen Cynthia hier? Wurde sie gefunden? Nö. Ja, natürlich. Cynthia wurde mitten in der Nacht geholt. Dieser hat keine Lösegeldforderungen erhalten, doch er fürchtet das Schlimmste. Sie ist eine sehr schöne Jakajit, wisst ihr? Ishu glaubt, dass ihre Entführer sie vielleicht verkaufen wollen. Oh. Dann, wie kann ich sie erkennen? Cynthia hat langes, glänzendes Fell, das weich wie feinste Seide ist. Ihre Augen sind strahlend gelb, wie Honigmonde. Ach, und sie trägt immer eine goldene Halskette. Mhm. Und, wen habt ihr eigentlich im Verdacht? Keine Verdächtigen, nein. Doch vielleicht hat jemand etwas bemerkt. Es gibt da eine Waldelfin, die oft bis spät in die Nacht wach bleibt. Immerzu singt und tanzt sie. Wenn jemand etwas Ungewöhnliches in jener Nacht gesehen hat, als Cynthia geholt wurde, dann könnte sie es gewesen sein. Nun gut. Ich werde mal mit ihr reden. Der Name der Waldelfin war Mel? Ja, das war es. Mel die Musikalische nennt sie sich. Man findet sie meist beim Nordende der Stadt bei den Sandgärten. Ishu wird für euren schnellen Erfolg beten. Das werden wir alle. Nun gut, dann machen wir uns auf den Weg. Um Cynthia den Liebling von diesem zu finden? Ishu wird alle Fragen beantworten, die ihr stellt. Gut, dann fangen wir mal bei der Waldelfin an. Mel kam vor ein paar Monaten nach Stromfeste. Sie verdient sich Gold mit den Almosen, wenn sie singt und tanzt. Sie hat Ishu mehr als einmal mit dem Schlag ihrer Trommel geweckt. Doch gelegentlich plaudern wir. Sie ist freundlich, aber auch etwas exzentrisch. Wieso? Mel hat kein Haus im herkömmlichen Sinn. Sie schläft oft in den Ställen oder badet in den öffentlichen Brunnen. Doch wer ist Ishu darüber zu urteilen? Wir haben alle unsere Eigenheiten. Alles klar. Und Cynthia? Cynthia ist ein dickköpfiges Kind, ein bisschen verzogen. Das gibt dieser zu. Ishu verwöhnt sie einfach. Die Stadtwache, die versteht das nicht. Die Wachen sagen, vielleicht macht sie nur einen Spaziergang. Sie sagen, vielleicht hat sie sich verlaufen. Was für eine Torheit.
Wie kann man nur so gefühllos sein? Keine Angst, wir geben nicht auf, wir holen sie zurück. Habt vielen, vielen Dank. Mögen helle Monde euch den Weg erleuchten. Isho wird ein Festmahl für Cynthias Rückkehr vorbereiten, ja? Vielleicht etwas Fisch? Ah, ja, Fisch ist ihre Lieblingsspeise. Dieser kann schon ihr zufriedenes Schnurren hören. Mhm. Na dann machen wir uns mal auf den Weg. Oh Gott, überall sind Katzen. Hier ist auch eine. Ich weiß jetzt nicht, ob ich so eine Katze suchen soll oder, ja, ein Puma. Oder eine ähnliche Katze. So, wir müssen, glaube ich, da oben hin irgendwo.